Gut, wir sind also schon jetzt aufgezeichnet. Hiermit begrüße ich dann alle Anwesenden, sowohl mit oder ohne Kamera, vor allem natürlich meine zwei Kollegen Giovanna Chavez und Thiago Mariano für die Defesa von Fellini Hilbig für ihre Masterarbeit. Wir beginnen mit einer kleinen Vorstellung der Arbeit von Fellini. Du hast ungefähr 10 Minuten Zeit, um kurz über deine Arbeit zu sprechen, sie zusammenzufassen, das Wichtigste noch einmal vorzustellen. Du kannst dazu den Bildschirm teilen, falls du was präsentieren möchtest, ja? Und danach gehen wir schon zur Diskussion über, beginnen mit Giovanna und dann mit Giacomo. Okay? Gut, ich gebe das Wort gleich an Fellini. Weiter. Kannst Ja, deine vielen Arbeit Dank, Ruth. vorstellen? Und von mir auch nochmal herzlich willkommen. Es ist toll, dass so viele da sind. Ich kenne auch nicht jeden. Dann hallo, ich bin Feline. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und ja, ich hoffe, ich habe was Interessantes zu erzählen. Und ja, also ich versuche mal meinen Bildschirm freizugeben. Mein Computer ist ein bisschen alt. Es wird jetzt vielleicht ein paar Sekunden dauern, bis ihr was seht. Und zwischendrin auch einfach schreien, wenn ihr mich nicht mehr hört. Jetzt müsstet ihr es sehen können. Okay, sehr gut. Dann mache ich die Präsentation an. Ich sehe euch gleich nicht mehr. Das heißt, wenn irgendwas sein sollte, einfach Mikro anmachen und reinsprechen, weil ich krieg's sonst nicht mit. Okay, ich gebe Bescheid, falls irgendwas ist, okay? Super, vielen Dank. Ja, dann nochmal hier das Thema meiner Masterarbeit zur Wiederholung. Es geht also um das Tertiärsprachenlernen in Brasilien, eine empirische Untersuchung zum Deutschen als Fremdsprache nach Englisch im universitären Kontext. Abgegeben habe ich die Arbeit Anfang August. Es geht jetzt also ganz kurz in der Kurzpräsentation nur darum, die Arbeit eben zusammenzufassen und dann können wir auch schon in die Diskussion starten. Wie bin ich überhaupt zu dem Thema gekommen? Ganz kurz als Vorüberlegungen. Also im brasilianischen Hochschulkontext kann Deutsch als Tertiärsprache angenommen werden, also eben nicht als erste gelernte Fremdsprache, sondern als weitere Fremdsprache, vor allem nach Englisch. Die Tertiärsprachendidaktik geht davon aus, dass es starke Vorteile gegenüber dem Lernen der ersten Fremdsprache gibt. Und für das Konzept Deutsch als Fremdsprache nach Englisch. Dabei geht es also um das konkrete Sprachenpaar, dass man Englisch schon gelernt hat als Fremdsprache und Deutsch als weitere Fremdsprache dazu lernt. Allerdings ist es so, dass es bisher eben wenige Publikationen oder Studien für den brasilianischen Kontext gibt. Daraus ergeben sich jetzt meine Forschungsfragen. Ich möchte mit der Arbeit einen Beitrag dazu leisten, welche Rolle die englische Sprache für den Deutschunterricht in brasilianischen universitären Kursen spielt. Da kann natürlich nur eine Annäherung passieren, das ist klar. Es ist ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema. Meine Unterfragen sind also, wie beurteilen brasilianische Lehrende und Lernende den Einfluss und die möglichen Vorteile des Englischen beim DAF-Lernen? Damit im Zusammenhang eben auch die Faktoren, die überhaupt den Einfluss nehmen auf den DAF-Unterricht in Brasilien. Und daraus ergeben sich möglicherweise Besonderheiten für die Umsetzung von Konzepten für Deutsch als Fremdsprache nach Englisch im brasilianischen Universitätskontext. Zum Beispiel, welche Englischkenntnisse kann bei den Studierenden überhaupt können angenommen werden? Meine Arbeit gliedert sich also in zwei Teile. Es gibt einen Theorieteil und eben dann die empirischen Untersuchungen. Im Theorieteil umreiße ich kurz die Situation der deutschen Sprache in Brasilien, also auch aus historischer Sicht und die wirtschaftlichen, wissenschaftlichen Beziehungen und so weiter, speziell im Süden Brasiliens. Dann beschreibe ich eben das Fremdsprachenlernen im Erwachsenenalter und die Besonderheiten des Tertiärsprachenlernens. Ich habe auch einen kleinen Sprachvergleich gemacht von eben den drei Sprachen, um die es ja geht, das Brasilianische, Portugiesisch, Englisch und Deutsch. Und dann habe ich zuletzt auch das methodische Vorgehen ein bisschen näher beschrieben, also die Datenerfassung und auch Auswertung. Der empirische Teil ist wieder unterteilt in zwei Teile. Einmal geht es um eine Umfrage, die unter den Lernenden durchgeführt wurde, und einmal Interviews, die ich mit den Lehrenden für Deutsch als Fremdsprache gemacht habe.
Hier ein ganz kleiner Ausschnitt, das ist die erste Seite von dem Fragebogen, also es ist ein Online-Fragebogen gewesen. Und den habe ich auf Portugiesisch formuliert, wie man das hier sieht, damit eben möglichst viele Studierende teilnehmen. Und dem Ganzen ist noch eine etwas längere Erklärung per Mail vorausgegangen, aber das ist eben die erste Seite der Umfrage, wo die Studierenden darüber aufgeklärt wurden, dass sie anonym teilnehmen natürlich, dass die Teilnahme freiwillig ist und dass ich auch gern Ergebnisse zur Verfügung stelle, wenn das gewünscht wird. Es hat tatsächlich auch schon eine teilnehmende Person danach gefragt, die hat schon die Grafiken bekommen. Zentrale Fragen der Untersuchung waren, welche Vorkenntnisse der englischen Sprache haben die Teilnehmenden? Haben sie dafür Zertifikate, ja oder nein? Und welche Erfahrungen haben die Lernenden eben bezüglich des Einflusses der englischen Sprache für das Deutschlernen gemacht? Und wie beurteilen sie diese Einflüsse? Ich habe zwei verschiedene Gruppen befragt. Das eine sind Lehrpersonen für Englisch als Fremdsprache und das andere Studierende verschiedener Disziplinen, sodass ich die Darstellung der Ergebnisse im direkten Vergleich machen konnte. Und die Gruppe 1 gilt also als Idealgruppe für die Überlegung Deutsch als Fremdsprache nach Englisch, weil ich daher davon ausgehen konnte, dass auf jeden Fall profunde Englischkenntnisse vorhanden sind. Das Frageformat war sowohl offen als auch geschlossen, je nach Frage. Und eine der Auswertungen ist auf jeden Fall das Ergebnis, dass der schulische Englischunterricht oft nicht als hinreichend eingestuft wird. Hinreichend vielleicht auch nicht. Also es sind ja Auszüge von Aussagen der Teilnehmenden, natürlich im Original auf Portugiesisch, die Übertragung ist jetzt von mir. Das ist jetzt beispielhaft für die Aussagen, dass meistens noch eine zusätzliche Einrichtung neben der Schule besucht wurde, um eben Englischkenntnisse zu erwerben. Ja, zu den Sprachkenntnissen in Englisch kann ich jetzt nach der Arbeit sagen, dass die Selbsteinschätzung der Studierenden ein eigenes Forschungsdesiderat darstellt, weil die Einschätzungen meistens nicht durch Zertifikate belegt worden sind. Ich konnte durch die Antwort-IDs das abgleichen. Und ja, die Gruppe 1 hat sich grundsätzlich als etwas schlechter eingeschätzt, aber hatte eher Belege dafür, sodass ich davon ausgehe, dass die Gruppe 1 sich vielleicht auch ein bisschen realistischer eingeschätzt hat. Um das Ganze mal grafisch zu zeigen, also jetzt für die Kompetenz Lesen zum Beispiel, wie schätzen Sie Ihre Englischkenntnisse ein? Da konnten die Befragten eben auf einer Skala das, so einen Schieberegler einstellen. 0 halt eben keine Kenntnisse, 9 bis 10 quasi erstsprachliche Kenntnisse. Und hier sieht man, dass die Gruppe 2 sich da auf jeden Fall zu knapp der Hälfte sehr, sehr hoch einschätzt. Und im direkten Vergleich sieht man dazu, dass die meisten aber keine Belege dafür haben. Also ich muss dazu natürlich sagen, nur weil man keinen Beleg hat, heißt das nicht, dass man diese Kenntnisse nicht haben kann. Aber bewiesen ist es eben auch nicht. Zu den Erfahrungen des Einflusses von Englisch auf Deutsch bei den geschlossenen Fragen lässt sich zeigen, dass der Einfluss durch beide befragten Gruppen auf jeden Fall als positiv eingeordnet wird. Das lässt sich hier zeigen. Da hatte ich halt gefragt, ob der Einfluss eher negativ, also störend, betrachtet wird oder eher positiv, also hilfreich, weil das ja auch immer in der Literatur ein bisschen gesagt wird, dass man da auf jeden Fall vorsichtig sein muss. Bei allen Vorteilen bei ähnlichen Sprachen gibt es natürlich dann auch diese sogenannten Interferenzquellen. Also die Lernenden sehen es auf jeden Fall als eher hilfreich. Bei den offenen Fragen habe ich mich unfassbar gefreut. Da haben die Teilnehmenden sehr unbewusst die Prinzipien des Tertiärsprachenlernens hervorgehoben und haben gesagt, dass es auf jeden Fall hilfreich ist, Englisch zu können durch das Vorwissen, durch optimiertes Erschließen, durch die Lernstrategien, die vorhanden sind schon. Also wie sich hier in den Aussagen zeigt, da kamen die Wörter Kreativität, Erschließen, Dechiffrieren der Wortbedeutung und auch ja, das Gehirn ist besser trainiert und hat eher ein Verständnis von sprachlichen Strukturen. Dann kommen wir auch schon zur Auswertung der Interviews, die also unter den Lehrenden gemacht wurden. Da waren die zentralen Fragen also ganz ähnlich. Welche Rolle spielt die englische Sprache beim DAF-Lernen? Welche Rolle spielen Sprachvergleiche? Gibt es Lernstrategien? Wie ist die Situation der DAF-Materialien in Brasilien? Und was wünschen sich Lehrende für den DAF-Unterricht? Das Ganze waren pandemiebedingt leider Online-Interviews.
die dann, so wie jetzt diese Konferenz, auch aufgezeichnet wurden. Es handelt sich also um Experteninterviews mittels eines Leitfadens, wo ich mich bemüht habe, eine möglichst offene Frageformulierung zu machen und die Befragten nicht irgendwie durch die Formulierung schon zu lenken. Insgesamt habe ich 5 Personen befragt, die an brasilianischen Universitäten unterrichten, und 2 Lehrende hatten Lehrerfahrung aus der sogenannten Idealgruppe, konnten dadurch also auch sehr, sehr gut den Kontrast zu herkömmlichen DAF-Kursen beschreiben. Zur Methode, also ich habe das nach GRT-Normen transkribiert und die Auswertung fand mithilfe von kategorienbasierten Verfahren statt, was ja so die Schnittstelle bietet zwischen quantitativen und qualitativen Ansätzen, und die Kategorienerstellung ist anhand des Materials, also induktiv, erfolgt. Daraus sind 8 Hauptkategorien entstanden mit dann entsprechenden Unterkategorien. Und die wichtigsten Untersuchungsergebnisse zu den Einschätzungen der Lehrenden sind, dass sie auch wie die Lernenden tatsächlich die schulische Fremdsprachenausbildung als sehr kritisch bewerten, dass man die Englischkenntnisse bei Studierenden nicht ohne weiteres voraussetzen kann und dass da auch große Unterschiede bezüglich der verschiedenen Universitäten gibt. Grundsätzlich wird Deutsch als sehr prestigereiche Sprache betrachtet, aber es gibt da auch sehr Unsicherheiten, eine große Hemmschwelle, weil Deutsch als sehr schwer zu lernen gilt. Die Situation der Lehrmaterialien wird sehr kritisch bewertet, also betreffend zum Beispiel der Relevanz der Inhalte, der Beschaffung und auch der Zugänge. Ich habe die Teilnehmenden auch gefragt, wie die Situation von Lehrmaterialien speziell für den brasilianischen Kontext aussieht. Da hat eine befragte Person daraufhin gelacht und geäußert, es wäre schön, wenn wir eine Situation hätten. Dann hat sie weiter gelacht und gesagt, da könnte ich auch was dazu sagen. Ich habe versucht, bildungspolitische Äußerungen eher zu vermeiden in meiner Arbeit, habe aber auch festgestellt, dass es im brasilianischen Kontext, dass die Fremdsprachenausbildung nicht gänzlich zu trennen ist von politischen Erwägungen, von Beschreibung der politischen Situation im Rahmen der Bolsonaro-Regierung. Sind viele Kürzungen für Bildung und des Weiteren eingetreten, leider, was jetzt nochmal die sozialen Ungerechtigkeiten verstärkt hat. Hier ist die Äußerung getroffen worden zum Thema Deutsch als Fremdsprache. Deutschkurse sind in der Regel sehr teuer in Brasilien, von daher Deutsch und Deutsch nach Englisch in Brasilien sind auch ein Sozialproblem. Wer hat Zugang zu diesen Sprachen, wer hat Zugang zu gutem Sprachunterricht in Brasilien? Das sind nur die Reichen. Was wünschen sich die Lehrenden, dass die Situation der Lehrmaterialien verbessert wird? Grundsätzlich die Ausbildung der Fremdsprachenlehrenden und damit eben auch in Verbindung der schulische Fremdsprachenunterricht. Es wird gewünscht, ein größeres Netzwerk von DAF- und Germanistikabteilungen brasilienweit, aber auch international, und damit verbunden mehrere gemeinsame Forschungsprojekte. Also die Masterarbeit hier, die ja jetzt in einem binationalen Masterprogramm entstanden ist, wäre ein gutes Beispiel dafür. Grundsätzlich wird durch die Lernenden das Konzept Deutsch als Fremdsprache nach Englisch mit großem Potenzial eingeschätzt. Das erleichtert den Einstieg eben in diese sehr schwer betrachtete Sprache. Man kann viele Sprachvergleiche ziehen, die Lernstrategien sind mehr ausgebildet und es ist eine steilere Progression möglich, was eben auch die Erfahrung der Lehrenden bestätigt. Ja, als Fazit habe ich aus meiner Arbeit das Resümee einfach übernommen. Abschließend ist festzuhalten, dass die Befragungen der hier als Expertinnen fungierenden Personen wertvolle und authentische Einblicke in einen Untersuchungsgegenstand gegeben haben, der noch zu häufig aus eurozentristischer Perspektive beschrieben wird. Es wurden Aspekte deutlich, die in vielen europäischen DAF-Publikationen noch wenig Erwähnung finden oder finden konnten. Somit belegt diese Arbeit weiterhin, dass die Erforschung der Faktoren, die das Lernen von Deutsch als Fremdsprache bedingt, immer unter Berücksichtigung von Perspektiven und Realitäten außerhalb der innereuropäischen deutschsprachigen Länder und im direkten internationalen Austausch erfolgen sollte. Ohne den durch einen internationalen Studierendenaustausch ermöglichten Kontakt mit brasilianischen Lehrenden und Lernenden wäre diese Arbeit trotz allerbester Absichten lediglich eine oberflächliche Diskussion vielversprechender theoretischer Überlegungen geworden, die wesentliche Merkmale der Unterrichtsrealität unberücksichtigt ließe. Damit schließe ich ab. Hier ein ganz kleiner Auszug der Literatur. Ich gehe da einfach mal so durch.
Dann noch eine Impression der Abgabe meiner Masterarbeit. Wer das Foto noch nicht kennt, ich wollte das gerne teilen. Ich finde, es passt auch zum farblichen Design der Präsentation. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und dann können wir in die Diskussion starten. Vielen Dank, Feline, für die klare und sehr übersichtliche Zusammenfassung deiner Arbeit. Schön, dass du auf das farblich abgestimmt hast, das Kleid dann zur Abgabe, zur Farbe des Umschlags deiner publizierten oder gedruckten Masterarbeit. Ne? Vielen Dank. Ich bedanke mich auch, dass du es noch einmal erwähnt hast. Ich habe es am Anfang vergessen, dass das ist, also deine Masterarbeit ein Resultat des bilateralen Masterstudiengangs ist, dass die UFPR mit der Universität Leipzig hat. Das sollte eigentlich anfangs erwähnt werden, habe ich heute vergessen. Ich gebe dann das Wort gleich weiter an Giovanna Chavez. Giovanna, du kannst jetzt, du hast Zeit, du kannst also entweder deine Kommentare, Kritiken oder Fragen noch zusammenfassen oder einen Dialog mit Feline das besprechen. Ne? Ja, vielen Dank. Ich wünsche allen einen guten Abend, eigentlich einen guten Abend an Feline und Anhut, die eigentlich in Deutschland und Österreich sind. Ne? Dann guten Tag noch an Thiago und an alle, die hier bei uns sind. Ich bedanke mich erstmals oder noch einmal für die Einladung zur Teilnahme an dieser Prüfungskommission noch einmal. Ich habe schon an der Qualifizierung teilgenommen und es war sehr gut, die endgültige Version dieser Arbeit zu lesen, die einen schönen Beitrag im Bereich deutsche Fremdsprache nach Englisch in Brasilien liefert. Ich habe ein paar Notizen gemacht und würde zwischen den Kommentaren noch, auch einige Fragen an Feline stellen. Die Arbeit ist sehr gut und klar geschrieben und hat eine gute Einteilung und Organisation. Am Anfang liest man Informationen über die Lage des Deutschen in Brasilien sowie eine Darstellung relevanter Informationen zu wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Brasilien. Dadurch wird die Arbeit in einen breiteren Kontext gestellt. Und diese Kontextualisierung kann die Relevanz der Arbeit noch weiter unterstreichen. Und ich würde sagen, dass an diese Kontextualisierung könnte man sogar noch stärker in den Schlussbetrachtungen anknüpfen. Für die Kontextualisierung der Arbeit spielen ebenso die Informationen zu DAV-Lernenden in Brasilien eine wichtige Rolle. Als notwendige Ergänzung dieses Kapitels könnten wir doch Informationen hinsichtlich der Lage des Englischen als Fremdsprache sowie des Fremdsprachenlernens im Allgemeinen zusätzlich dargestellt werden. Somit die Analyse der Interviews im 7. Kapitel unterstützen und erweitern werden konnten. Ne? Aber ich habe verstanden, das war eine wirklich eine Entscheidung, dass das Feline wollte dieses Thema nicht ansprechen. Einen relevanten Beitrag zum Bereich Deutsch nach Englisch in Brasilien, der hier in Brasilien sehr wenig erforscht ist, leistet die Arbeit im 4. Kapitel, also einen schönen Beitrag auch, lesen wir auch im 4. Kapitel der Arbeit mit dem Vergleich zwischen den Sprachen Portugiesisch, Englisch und Deutsch. Das Kapitel zeigt, wie darf Lehrkräfte mit Lernenden, die über Englisch Kenntnisse verfügen, Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Sprachen im Unterricht ansprechen und ausnutzen können. Für Daphne Erforschendes ist dieser Beitrag auch ebenso sehr hoch geschätzt.
Die methodologischen Verfahren sowie die erhobenen Daten und Transkriptionen werden vorsichtig im Detail dargelegt und zur Verfügung gestellt. Man kann also alle Transkriptionen am Ende lesen und die ganzen methodologischen Verfahren sind sehr gut beschrieben. Spezifisch im Unterkapitel 7.1.2 leistet die Arbeit einen anderen interessanten Beitrag, weil dieses Mal zur empirischen Untersuchung, also ein Beitrag im Bereich der empirischen Untersuchung. Und zwar werden in diesem Abschnitt Beobachtungen hinsichtlich der Art und Weise, wie man Online-Interviews am besten durchführen soll, angestellt. Und hier hätte ich schon eine Frage. Finine, du hast hervorgehoben, dass man während des Interviews zur Kamera anschauen soll. Also wenn man mit jemandem, der online interviewt wird, muss man direkt zur Kamera anschauen, so dass der Befragte sich mehr angestochen fühlt. Also wenn man zur Kamera hinschaut, kann man dann Gestik und Gesichtsausdruck des Gesprächspartners gleichzeitig gut wahrnehmen und angemessen darauf reagieren, um dann das Gespräch optimal zu führen. Wie war deine Erfahrung damit? Ja, ich habe mit der Ausführung, also kurz für die anderen, ich hatte die ganzen Untersuchungen natürlich pilotiert und die Interviews eben auch versuchsweise mit anderen Personen durchgeführt. Und das war so einer der Hinweise, die mir gegeben wurden für Online-Interviews, weil es ja auch ein besonderes Format ist. Es ist so, dass ich damit jetzt nicht gemeint habe, dass man starr die ganze Zeit in die Kamera gucken muss, wie bekloppt, sondern grundsätzlich einfach ein bisschen nochmal sich mehr darüber bewusst sein sollte, dass es eben ein besonderes Format ist, dass auch eben nicht alles durch den Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin gesehen wird. Mimik und Gestik wird halt auch manchmal nicht gut übertragen. Also Gestik sowieso nicht, ne? Das ist durch den Ausschnitt nicht möglich. Und mir ist bei den ersten Pilotinterviews halt auch ab und an passiert, dass ich wirklich komplett in meinen Notizen festgesteckt habe, weil ich ja diesen Leitfaden hatte. Und dass diese Ausführung meint halt vor allem auch wirklich nochmal, sich darüber klar zu werden, okay, man sitzt zwar jetzt vor einem Laptop, aber es ist trotzdem eine menschliche Interaktion. Aber du konntest dann auch Gesichtsausdruck und Gestik wahrnehmen und ab und zu dann zur Kamera hinschauen. Ja. Also das kommt natürlich jetzt wieder ein bisschen auf die Verbindung des Internets an. Das ist klar, es ist mal besser, mal schlechter. Ne? Dann auch von der anderen Seite. Also wir haben ja immer die Interviews über den Atlantik geführt. Das war dann auch ein bisschen schwierig manchmal und teilweise musste dann die Kamera auch ausgemacht werden, leider. Aber da habe ich eigentlich, also unerwartet gute Erfahrungen tatsächlich mitgemacht. Und auch wenn ich mir es natürlich gewünscht hätte, dass das in persönlich möglich ist. Ja, schön. Also ich lese hier weiter. Im Vorwort des zweiten Teils ist die Darstellung der ersten Überlegungen zur Forschung und die Beschreibung der Perspektiven, aus denen die Forschung begann, relevant, weil sie zusammen mit der Darstellung der Methodologie für die Datenerhebung, die Datenaufbereitung und die Datenanalyse die Arbeit transparenter machen. Und es wird dadurch gezeigt, unter welchen Bedingungen und Perspektiven die Forschung und die Auswertung der erhobenen Daten durchgeführt wurden. Eine andere Frage hier zur Anzahl der Dozentinnen und Dozenten, die interviewt wurden.
Man kann zwar während der Lektüre von Kapitel 7 Informationen finden, also im Kapitel 7 sind die Auswertung dieser Interviews gemacht. Und da kann man dann feststellen, dass es 5 Dozentinnen und Dozenten, die interviewt wurden für diese Arbeit. Und auch anhand der Anzahl der beigefügten Transkriptionen lässt sich diese Zahl ermitteln. Aber ich habe die genaue Information über wie viele Dozentinnen und Dozentinnen interviewt wurden in diesem Kapitel am Anfang des Kapitels nicht gefunden. Vielleicht habe ich diese Information verpasst. Jetzt erinnere ich mich nicht genau, ob diese Information schon am Anfang, das ist wahrscheinlich schon da in der Einleitung, ne? Aber die habe ich nicht im Kapitel, am Anfang des Kapitels gefunden. Und für den Leser, glaube ich, wäre es gut, wenn da auch diese Information gegeben wird. Oder hast du das geschrieben und das habe ich verpasst, vielleicht diese Information, die Anzahl der Interviewten. Ob das in der Einleitung von dem Kapitel jetzt explizit drin steht, kann ich tatsächlich nicht mehr sagen. Es geht ja aus dem Fließtext hervor und eben den Transkriptionen. Ob ich da jetzt noch mal einen expliziten Satz in der Einleitung drin habe, kann ich gerade gar nichts zu sagen. Also das kann sein, dass das da fehlt, ja. Ja, dann, ich würde sagen, das wäre interessant, wenn das ist eine sehr, sehr kleine Information, aber würde ich sagen, dass es ist interessant, wenn schon am Anfang dieses Kapitels sie auch dargestellt wird. Und noch auch zum Kapitel, zu Informationen über diese Personen, die interviewt wurden, diese Dozentinnen und Dozentinnen. Man weiß nicht genau, wer sie sind. Ich verstehe, dass man auch die Anonymität auch halten muss, aber um die Arbeit gut zu lesen und um zu verstehen, wer spricht, wäre vielleicht ebenso wichtig, Angaben zum Beispiel Arbeitsort, zumindest Bundesstaat geben, wo diese Personen arbeiten, oder zumindest Angaben zur Region, wo diese Dozentinnen und Dozentinnen arbeiten. Denn die verschiedenen Regionen Brasiliens haben ihre Besonderheiten im Schulwesen und hinsichtlich des Fremdsprachenlernens auch. Und die Erhebung stellt keine, die Erhebung, also fünf Dozentinnen und Dozentinnen, das ist eine Erhebung, die keine signifikante Stichprobe darstellt, die das gesamte Land repräsentiert. Ne? Andere Fragen in diesem Hinsicht wären zum Beispiel, wem unterrichten diese Dozentinnen und Dozentinnen Deutsch? Ne? Lehren sie vielleicht Letras-Studierende oder Studierende aus unterschiedlichen Studiengängen? Wie das in São Paulo der Fall war, ne, mit den wie vielen war 47 vielleicht Befragte, die Fragebogen Genau. beantwortet haben. Oder vielleicht sind Studierende aus unterschiedlichen Studiengängen oder lehren sie vielleicht diese Dozenten und Dozenten lehren vielleicht Englischlehrer, die eine Zusatzausbildung als Deutschlehrer absolvieren. Das heißt, woran
Beziehungsweise an wen denken diese Befragte, wenn sie die Fragen des Interviews beantworten? Also solche Informationen werden für den Leser und für die Leserin der Arbeit auch relevant, um zu verstehen, wer diese Personen sind und ne, an wen sie denken, wenn sie diese Informationen, die sie dir gegeben haben, sagen. Ne? Wie siehst du das? Würdest du, was denkst du darüber? Also ich erinnere mich an die Qualifikation, da ist es ja auch angesprochen worden, dass sich die Interviewpartnerin näher beschreiben muss. Ich habe nochmal auch Rücksprache gehalten und wollte das aufgrund der angespannten politischen Lage wirklich nicht näher ausführen als, also ich habe ja geschrieben, dass es alles Dozierende an einer Bundesuniversität sind und dass es eben in Südbrasilien stattfindet. Weil die DAF-Abteilungen ja an den Universitäten teilweise so klein sind, dass auch wenn ich jetzt schreiben würde an der Uni XY und es anonymisiert hätte, man ja trotzdem gerade die Leute, die sich eben untereinander kennen, relativ schnell schließen könnten, wer es eben ist. Und es sind teilweise so kritische Aussagen gemacht worden, wie ja in den Transkripten dann auch zu sehen ist, dass ich, weil ich ja eben auch die Anonymität zugesichert hatte, dass wirklich, also ich habe ja spezifiziert, dass es auf jeden Fall eine Bundesuniversität ist, dass es im Süden von Brasilien stattfindet. Und die DAF-Kurse, die Teilnehmenden, das sind Studierende überwiegend philologischer Studiengänge, aber nicht nur. Das ist eben nicht näher spezifiziert, wobei ich im Auswertungsteil auch geschrieben habe, wenn es Befragte waren, die speziell wirklich diesen Kurs für Lehrpersonen gemeint haben. Aber auch die, die Lehrenden für, also die Interviewten jetzt, für diesen Kurs von Lehrpersonen haben ja auch viel andere Lehrerfahrung. Also so, dass auch nicht immer ausschließlich diese Gruppe im Fokus stand. Ja, ich glaube, dann diese Informationen, dass Sie Dozentin an einer Bundesuniversität sind in Südbrasilien, das ist schon genug, glaube ich. Und ich glaube, das habe ich verpasst. Diese Information wird vielleicht schon in der Anleitung wahrscheinlich gegeben, aber im Kapitel 7 habe ich das nicht. Genau, das steht bei Kapitel 712 zur Durchführung. Die Interviews wurden im Zeitraum Mai 21 bis Juni 21 mit Lehrpersonen für Deutsch als Fremdsprache, gegebenenfalls weiteren Fremdsprachen durchgeführt, die an einer südbrasilianischen Bundesuniversität in DAF-Kursen beschäftigt sind. Genau, das hatte ich geschrieben. Und eine kleine Korrektur würde ich noch hinweisen auf Seite 3. Da einen Satz kann man so lesen. Es gibt bislang wenige nur Untersuchungen zu Deutsch als Fremdsprache nach Englisch. Dann wenige und nur kann man tauschen. Es gibt bislang nur wenige Untersuchungen zu Deutsch als Fremdsprache. Das ist auf Seite 3. Und zur Formulierung des Ziels der Arbeit auch noch auf Seite 3 würde ich vorschlagen, zwei Wörter noch einzufügen, um die Beschreibung des Ziels genauer zu präzisieren, also zu beschreiben. Der Abschnitt lautet: Es soll ein Überblick über die Ausgangslage vom Lernen des Deutschen als Tertiärsprache in ausgewählten Universitäten, DAF-Kursen gegeben werden. Ich würde noch nach Englisch hinzufügen. Also es soll ein Überblick über die Ausgangslage vom Lernen des Deutschen als Tertiärsprache nach Englisch in ausgewählten Universitäten DAF-Kursen gegeben werden. Das ist eine ganz kleine Änderung, die das Ziel schon am Anfang ganz präzise
Man kann dann diese Formulierung ein bisschen mehr präzisieren. Und zu den Zusammenfassungen. Normalerweise haben wir eine Zusammenfassung auf Deutsch und auf Portugiesisch. Und die Zusammenfassung habe ich nur auf Portugiesisch gesehen. Ich glaube, du schreibst noch eine Zusammenfassung auf Deutsch. Ne? Aber die Zusammenfassung auf Portugiesisch ist sehr ähnlich mit der Einleitung auf Deutsch. Und da konnte ich, als ich das ein bisschen verglichen habe, habe ich gesehen, dass einigen Abschnitten Stimmen nicht ganz überein. Aber dazu komme ich noch. Also die Zusammenfassung auf Portugiesisch, sie braucht noch ein bisschen Korrektur. Es gibt nämlich kleine Rechtschreibfehler und die Formulierung einiger Passagen könnte man überarbeiten. Und ich gebe hier ein Beispiel. Der erste Satz der Zusammenfassung auf Portugiesisch lautet: No Brasil, a aprendizagem da língua alemã tem ganhado grande importância nos últimos anos. Assim, há necessidade da busca de metodologias de ensino adequadas ao contexto. Para a maioria dos aprendentes no Brasil e no mundo, o alemão não é a primeira língua estrangeira, mas a segunda, terceira ou ainda outra posterior. Hier kommt zuerst die Aussage über die Notwendigkeit, nach kontextgerechten Methodologien zu suchen. Und erst danach kommt die Information, dass Deutsch eine Tertiärsprache ist. Ich würde vorschlagen, dass diese Information zuerst gegeben wird, also diese Information, dass Deutsch eine Tertiärsprache, normalerweise eine Tertiärsprache in Brasilien ist. Also ich würde die Information zuerst geben. Und daraus, aus dieser Information, die Notwendigkeit einer geeigneten Methodologie für diesen Kontext von Deutsch als Tertiärsprache ableiten. Ansonsten impliziert der Text, so wie es auf Portugiesisch ist, dass es in Brasilien keine geeigneten Lehrmethoden gibt. Verstehst du? So wie das, man liest, dass du behauptest, dass in Brasilien fehlen Lehrmethodologien für das Lehren des Deutschen. Ich verstehe, dass du meinst, dass weil in Brasilien Deutsch meistens als Tertiärsprache gelernt wird, in diesem Kontext, wegen dieser Situation, sollen Methodologien für diesen Kontext noch entwickelt werden. Aber wie der Text jetzt auf Portugiesisch ist, kann man verstehen, dass du behauptest, dass in Brasilien keine Lehrmethoden überhaupt für das Lehren von Deutsch als Fremdsprache gibt. Das ist nur eine, also man muss klarstellen, dass, oder es sollte klargestellt werden, dass man hier die benötigte Methodologie für den Kontext Deutsch als Tertiärsprache meint. Das ist ganz eine, man muss da eine ganz kleine Umformulierung machen. Das ist meine Kleinigkeit. Ja, also über meine Stilistik in der Zusammenfassung
lasse ich mich gern noch weiter belehren. Es ist ja so, dass ich seit über einem Jahr leider nicht mehr in Brasilien sein konnte. Ich habe die Einleitung lesen lassen von Muttersprachlerinnen, aber da lässt sich mit Sicherheit noch was verbessern, das ist klar. Ja, weil man liest, was du geschrieben, auf Portugiesisch geschrieben hast und was du dann in der Einleitung der Arbeit auf Deutsch geschrieben hast, und die Ideen, die stimmen nicht ganz überein. Und ich kann dir ein Beispiel lesen. Also die Person, die den Text für dich korrigierst, soll dann ganz gut verstehen, was du meinst, weil zum Beispiel die Zusammenfassung auf Portugiesisch und die Einleitung, also wie gesagt, sie stimmen nicht ganz überein. Ich lese hier nur ein Beispiel. Auf Portugiesisch liest man: A partir dos resultados desta investigação, vou discutir possíveis diferenças da situação de ensino das universidades europeias e brasileiras, como essas características serão de grande importância para uma metodologia DAFNE no contexto brasileiro. Und auf Deutsch lautet dieser Abschnitt: Bereits an dieser Stelle muss kritisch hinterfragt werden, ob die Annahmen, die aus einer europäischen Perspektive entstanden sind, ohne weiteres auf die Unterrichtssituation in Brasilien übertragen werden können. Also die Ideen hier sind ein bisschen anders, würde ich sagen. Und das muss man noch korrigieren. Es gibt auch einige Kleinigkeiten. Es werden ab und zu so Buchstaben oder Teile von Wörtern sind doppelt geschrieben, aber das kann man dann leicht korrigieren. Im Unterkapitel 3.4, da wo du über Entwicklungsschritte in der Fremdsprachenforschung und Didaktik schreibst, werden verschiedene Lehrmethoden dargelegt, und als Abschluss dieses Teils werden in einem untergeordneten Kapitel die Begriffe Lernen und Erwerben auf Seite 16 angesprochen. Also du stellst die Lehrmethoden in diesem Kapitel 3.1, und am Ende sprichst du diese Begriffe Lernen und Erwerben an. Und dieser Teil des Textes heißt, dieser untergeordnete Kapitel am Ende dieser Kapitel 3.1 heißt abschließende Erklärungen. Aber ich glaube, man könnte schon das Thema diesen Teil des Textes schon voranbringen. Man könnte zum Beispiel diesen Teil des Textes als abschließende Erklärungen, Doppelpunkt, die Begriffe Lernen und Erwerben nennen, zum Beispiel. So dass du schon das Thema, diesen Teil schon auf dem Titel voranbringt. Das ist auf Seite 16. Und im Unterkapitel 7.3, wo dann die Fazit und Reflexion darstellt, das kommt nach der Auswertung der Interviews. In diesem Teil könntest du vielleicht eine Formulierung präziser schreiben, und zwar auf Seite 69. Der Text fängt so an: Als erstes Fazit der Interviewbefragungen ist festzuhalten, dass diese Befragungsform sich als sinnvolles Instrument erwiesen hat,
um möglichst authentisch und ungefiltert einen Einblick in die Lage des Deutschunterrichts im universitären Kontext zu erhalten. Ich würde sagen, den Einblick hier ist nicht genau in die Lage des Deutschunterrichts im universitären Kontext, weil das ist ganz, ganz offen, ne? Ganz, ganz groß. Ich würde sagen, die Einblick ist in die Perspektiven der befragten Gruppen über die angesprochenen Themen über die Fragen, die du diesen Befragten gestellt hast. Man könnte hier ein bisschen präzisieren, diese Formulierung auf Seite 69 vielleicht ein bisschen präzisieren. Oder denkst du, oder vielleicht habe ich das falsch verstanden, was denkst du zu diesem Teil? Ich kann gerade nicht ganz folgen, von welcher Textstelle du redest. Ich bin hier ein bisschen am Hin- und Herspringen. Ich glaube, das ist Seite 96. Ich glaube, es ist nicht 69, es ist Seite 96. Dieses Stück ist Seite 96. Ja, als erstes Fazit der Interviewbefragungen ist festzuhalten, dass diese Befragungsform sich als sinnvolles Instrument erwiesen hat, um möglichst authentisch und ungefiltert einen Einblick in die Lage des deutschen Berichts im universitären Kontext zu erhalten. Diese Befragungsform, also Interviews, in dieser Arbeit sind dadurch kann man einen Einblick nicht in die Lage des Deutschunterrichts im universitären Kontext. Ja, klar, das kann man auch dadurch erhalten, aber spezifischer hier wird einen Einblick in die Perspektiven der befragten Gruppen über die angesprochenen Themen erhalten. Und ich würde vorschlagen, dass hier ein bisschen präziser beschrieben wird, diesen Teil hier. Aber dann, das kannst du mit Ruth besprechen, ob der Fall ist oder das nicht unbedingt wichtig ist. Und als letzte Frage, es geht um einen Abschnitt jetzt. Ich habe 76 und 67 geschrieben. Jetzt weiß ich nicht genau, auf welcher Seite das ist. Ich glaube, das ist 67. Der Abschnitt lautet: Die deutsche Sprache ist für alle Befragten eine Tertiärsprache, sodass spätestens durch diese Ergebnisse die Relevanz aller weiterführenden Forschung zum Deutschen als Tertiärsprache in Brasilien belegt ist. Diesen Teil habe ich nicht ganz gut verstanden. Ich möchte gerne bitten, dass du mir erzählst, was du hier damit gemeint hast. Was meinst du damit, mit diesem? Ich meine damit einfach nur, dass wovon ja die Publikationen ausgehen, wovon ich ja auch am Anfang der Arbeit ausgegangen bin, dass eben Deutsch für den Großteil der Lernenden als Tertiärsprache nach Englisch angenommen werden kann, dass das zutreffend ist, weil das durch die Lernenden in dem Kontext bestätigt wird. Dass es also durchaus relevant ist, sich auf das Deutsche als Tertiärsprache im brasilianischen Hochschulkontext zu spezifizieren, zu konzentrieren. Also die angenommene Ausgangslage, dass Deutsch nicht die erste Fremdsprache ist im brasilianischen Hochschulkontext, ist zutreffend. Das ist die Aussage des Absatzes. Und dass du durch deine Arbeit das bestätigt hast,
Genau, dass die Umfragen das bestätigen, weil das für alle Befragten aus beiden Gruppen zutreffend ist. Ja, ich habe noch einige Bemerkungen gemacht, aber ich glaube, das waren die wichtigsten Kommentare und Fragen, die ich hier dann stellen würde. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich auch für das ausführliche Feedback. Danke, Giovanna. Wenn du noch Bemerkungen gemacht hast, möchtest du vielleicht sie dann mir schicken oder an Feline? Vielleicht können wir die entweder so noch aufnehmen. Ne? Ich bedanke mich jedenfalls auch sehr. Es ist immer schön, wenn wir Kollegen, die bei der Qualifikation schon dabei waren, dann bei der Defesa noch einmal die Arbeit also noch einmal lesen und auch die Veränderungen wahrnehmen und sozusagen den Werdegang der Arbeit mitverfolgen. Vielen Dank, Giovanna. Ja, und ich gebe dann gleich weiter an Thiago. Auch er war schon Teil der Kommission bei der Qualifikation. Hallo, könnt ihr mich hören? Ja. Also vielen Dank, Ruth, für die Einladung nochmal. Ne? Vielen Dank an Filina für die Arbeit, für die Präsentation. Und vor allem vielen Dank an Giovanna für die ganz genaue Lektüre. Ich glaube, ich wäre dann in der Lage gewesen, so genau zu lesen. Bin froh, dass Giovanna so auf die Details geachtet hat. Ich würde das auch so gestalten, dass ich ein bisschen über die Arbeit spreche und vielleicht dann zwei, drei Fragen an Filine richte. Ich fand die Arbeit auch sehr gut geschrieben, sehr klar strukturiert. Die Sprache ist auch verständlich, auch für einen Laien, ne, der vielleicht gar nichts mit dem Thema am Hut hat. Also die Arbeit lässt sich ganz gut lesen insgesamt. Die Unterteilungen sind meines Erachtens ja, ganz, ganz logisch und passend. Hier und da würde ich vielleicht ein bisschen Kritik ausüben, aber das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Ich glaube, die Arbeit ist in sich geschlossen und insgesamt kann sie auch so bleiben, wie sie ist. Filina schreibt über den Stellenwert des Deutschen in Brasilien. Spricht ja auch über den wirtschaftlichen Bezug oder über die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Brasilien. Ja, sagt ein bisschen was über den Bildungsbereich in Bezug auf Deutsch, ne? Obwohl sie gesagt hat, dass das gar nicht das Ziel der Arbeit wäre. Und dann geht es weiter mit den Methoden des Fremdsprachenlernens. Am Anfang habe ich mich gefragt, ob das notwendig ist, dass man so ausführlich darüber spricht, dass es die Grammatikübersetzungsmethode gibt und so weiter und so fort. Ich glaube, wir haben uns auch während der Qualifikation darüber unterhalten. Aber letzten Endes macht es schon Sinn, ne, wenn man dafür plädiert, dass Deutsch nach Englisch nach einer gewissen Methode unterrichtet werden könnte, ne, und zwar sprachvergleichend, ist das schon interessant, das auch mit reinzunehmen. Ich fand das auch ganz interessant mit den Lernertypen. Das macht ja auch Sinn, um darzustellen, dass eben viele Leute auf ihr Vorwissen zurückgreifen, um eine neue Fremdsprache zu lernen. Das kann ja immer wieder der Fall sein und deswegen ist dieser Aspekt auch interessant. Und was mich am meisten interessiert hat in dem ganzen theoretischen Teil, ist dieser sprachvergleichender Überblick, ne, zwischen Deutsch, Englisch und Portugiesisch. Das fand ich total interessant. Das hat mir zumindest noch einmal mehr bestätigt, dass man eben mit Internationalismus zum Beispiel gleich am Anfang mit den Lernern arbeiten sollte, dass in Bezug auf die Lexik viel zu tun ist in dem Bereich Morphologie und Syntax sowieso, aber im Bereich der Phonetik sind da auch Ähnlichkeiten oder Unterschiede, auf die man
eingehen sollte im Unterricht. Und das ist mir dann ein bisschen klarer geworden, warum das so wichtig ist, dass das Vorwissen der Lernenden immer mehr im Unterricht einzubeziehen. Das fand ich sehr gelungen. Und dann sind wir schon beim empirischen Teil. Und ich fand die Forschungsinstrumente, die da eingesetzt worden sind, sehr passend. Ne? Die sind ja auch sehr passend zu den Forschungsfragen. Dieser Fragebogen war sehr allgemein erstmal, sage ich, gehalten, aber das, die Informationen, die dabei rausgesprungen sind, sind durchaus relevant und übersichtlich. Und die Interviews, ich weiß ja auch mittlerweile nicht mehr, wie viele es waren, aber das waren wahrscheinlich 5 bis 6 Interviews. Danke. 5 Interviews, ne? Die haben ja auch ganz viel hergegeben. Ich fand es schön, wie du das so mit eingearbeitet hast, mit Zitaten und mit den Kategorien, die du so ausgearbeitet hast aus den Texten. Das war alles ganz klar und deutlich beschrieben, wie du dazu gekommen bist. Und du hast es ja auch so gut verpackt, dass es sich auch gut lesen lässt. Das ist ja nicht so langwierig. Ne? Allerdings würde ich hier auch so ähnlich wie Giovanna dafür plädieren, dass du irgendwie deutlicher schreibst, dass es um die Einstellungen der Lehrenden geht. Ja? Dass es nicht direkt um diesen, wie hast du es formuliert, ungefilterten Einblick in den Unterrichtsgeschehen, in das Unterrichtsgeschehen oder irgend sowas Ähnliches. Ne? Weil das ist ja gefiltert, ne, durch die Lehrkräfte und es geht ja nicht so sehr um das, was im Unterricht passiert oder nicht nur. Ne? Es geht wirklich um die Perspektive der Lehrenden, ne? Um die Einstellungen, die sie zum Deutschunterrichten haben und zum Deutschunterrichten nach Englisch. Und das würde ich ein bisschen mehr hervorheben, vielleicht auch gleich in der Einleitung, damit man als Leser schon weiß, es geht um Einstellungen, um die Perspektive von Leuten, die in dem Bereich arbeiten. Weil es könnte der Eindruck entstehen, dass es um die didaktische Umsetzung dieses Ansatzes, sage ich mal, geht. Ne? Deutsch unterrichten nach Englisch, du machst ja auch Sprachvergleiche und so weiter und so fort. Und vielleicht hat man als Leser so den Eindruck, es geht dann wirklich darum, wie man Deutsch am besten nach Englisch unterrichtet, von mir aus. Ne? Aber darum geht es eben nicht. Es geht darum, dass die Lehrer Beziehung dazu nehmen, wie sie das mit dem Englischen in Brasilien sehen und wie das potenziell für den Unterricht nutzbar gemacht werden kann, soweit ich das verstanden habe. Und dass es um diese Einstellungen der Lehrer geht, um Grenzen, ne, sagt man so schön auf Portugiesisch, würde ich noch ein bisschen stärker hervorheben, vielleicht für den Leser. Ich habe natürlich kapiert, worum es geht, aber ich denke, das könnte noch ein bisschen stärker betont werden. Zu der Auswertung der Fragebogen, ich fand ganz interessant, dass sich auch meine Eindrücke bestätigt haben vor der Lektüre. Ne? Die Fragen, die du gestellt hast, sind sehr passend gewesen. Die meisten oder viele sehen den Schulenglisch als unzureichend insgesamt. Ne? Man kann also hinterher eigentlich nicht so viel Englisch sprechen. Nach so vielen Jahren in der Schule kann man trotzdem nicht so viel Englisch sprechen. Die Rolle der sozialen Netzwerken und Online-Spiele hast du auch betont in der Arbeit oder die Lernenden selbst haben das zum Ausdruck gebracht. Das ist auch mein Eindruck, dass es immer stärker wird und dass wir als Lehrer das immer mehr wahrnehmen müssen. Und bei den Interviews fand ich das sehr interessant, dass sich die Dozenten auch so in die Richtung geäußert haben, ja, wir bräuchten kontextspezifische Materialien, um Deutsch in Brasilien zu unterrichten. Und wenn Englisch noch im Unterricht eine Rolle spielen sollte, dann umso mehr. Ne? Das lässt sich alles mit meinen Perspektiven auch decken. Ich habe mich dabei gefragt, warum du die Transkription nach diesem GATT-Prinzip gemacht hast. Wie hieß das? Wofür steht GATT nochmal? Gesprächsanalytisch, das
Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem. Das ist einfach das, was ich im Studium hier gelernt habe. Genau. Da gibt es eben, genau, also es gibt einfach das Minimaltranskript, es gibt das Basistranskript, es kommt halt darauf an, je nachdem, was für ein Ziel man hat, desto spezifischer und genauer werden die Transkripte. Und ich habe mich jetzt einfach nach den Vorgaben, an die Vorgaben gehalten, die ich eben hatte, damit ich eben mit der Literatur argumentieren konnte, warum ich jetzt wie transkribiert habe. Also für eins muss man sich entscheiden und das war das, was ich kannte. Ja, ich fand das total interessant, aber ich stelle es mir sehr aufwendig vor, ne, dass man da sogar Sprechpausen markiert und Mimik und Gestik und so weiter und so fort. Und dann habe ich mich gefragt, ob das wirklich notwendig gewesen wäre, ne, weil es geht ja letztendlich um den Inhalt. Und ich hatte nie den Eindruck, dass du bei deiner Analyse so sehr auf diese nonverbalen Aspekte eingegangen bist. Ne. Da habe ich mich gefragt, ob man sich nie die Arbeit ersparen könnte, ne, bei der Transkription. Ich habe schon selber sowas gemacht und weiß, wie aufwendig das sein kann. Man hat ja eigentlich, man braucht Speicherplatz für andere Sachen eigentlich während des Schreibens. Ne? Und ich habe mich damals entschieden, das nicht zu machen, so genau zu machen. Es ging bei mir nur um den Inhalt und so habe ich das auch aufgeschrieben. Gut ist. Aber bei dir ist es letztendlich also auch fertig. Für eine Transkription ist es relativ wenig präzise ja gehalten. Ne? Ich habe ja auch die Pausenzeiten zum Beispiel nicht genau angegeben. Das hätte man alles noch machen können. Mimik habe ich überhaupt nicht aufgeschrieben. Auch das wäre möglich gewesen. Weitere Betonungen. Ich habe es eigentlich schon relativ minimal gehalten. Das, was jetzt über das ganz Minimalste hinausging, war jetzt, dass ich zum Beispiel eine nonverbale Kommunikation wie Lachen und eben längere Pausen mit aufgenommen habe, weil ich das durchaus auch wichtig finde, weil es ein Unterschied ist, ob jemand spontan ein Lachen ausbricht auf eine Äußerung oder irgendwas besonders betont oder eben erstmal eine dreisekündige Pause macht und darüber nachdenken muss. Also ich hatte die Pausen schon als relevant empfunden. Ja. Deswegen habe ich das mit aufgenommen. Ja. Und jetzt, dass du sagst, du hast ja auch gesagt, Also für ein Transkript ist es eigentlich relativ oberflächlich gehalten, immer noch. Ja, ich bin mir sicher, das geht noch viel, viel komplizierter auch. Ja. Aber jetzt, dass du sagst, erinnere ich mich, dass du manchmal auch geschrieben hast, ja, lächelnd oder lachend und sowas. Ja. Also wie gesagt, ich fand die Kategorien auch sehr passend zu dem Forschungsvorhaben. Du hast ja auch die Interviews für sich selbst sprechen lassen und das einfach nur auf den Punkt gebracht, ne, was die Leute gesagt haben. Und diese Datenreduktion, die du damit erreicht hast, ist für den Leser, glaube ich, ganz interessant und sehr deutlich. Zu den Referenzen, also die Literaturangaben sind meiner Meinung nach alle standardmäßig gemacht worden. Ich habe mich nur ein bisschen gefragt, warum es so viele deutsche Autoren da sind, ne, da gibt und nicht so viele brasilianische Autoren. Ne. Das ist so, wenn man sich das aus der Perspektive betrachtet, sehr unausgeglichen. Ne. Vielleicht gibt es nicht so viele Veröffentlichungen zum Deutsch nach Englisch in Brasilien, ne. Aber es gibt ja auch viele Veröffentlichungen zum Deutsch lernen, Deutsch unterrichten im universitären Kontext in Brasilien. Es gibt ja auch Sachen zur Lehrwerkentwicklung in Brasilien. Ne? Wenn du noch Zeit und Lust hast, kann ich dir auch noch was zukommen lassen. Das muss jetzt meiner Meinung nach nie unbedingt rein in die Arbeit, aber das hat ein bisschen dafür gesorgt, dass es dass der brasilianische Kontext auch im Hinblick auf die Forschung, die hier gemacht wird, besser mit einbezogen werden würde in der Arbeit. Ne? Und ich bin mir auch sicher, dass man vieles zum Thema Englisch als Fremdsprache in Brasilien findet. Also die Anglistik in Brasilien ist schon sehr groß und entwickelt, dass man, das hätte ich mir ein bisschen gewünscht, dass man ein bisschen mehr zu diesem Bildungssystem in Brasilien was sagt, vor allem was das Englisch angeht. Warum ist der Englischunterricht so schlecht bei uns? Und das sind jetzt meine Fragen, die vielleicht ein bisschen weiter denken als der Rahmen dieser Arbeit, aber vielleicht hast du auch deine Hypothesen zu diesen Fragen, die ich durchaus sehr interessant finde.
Nämlich, warum glaubst du, dass der Englischunterricht in den brasilianischen Schulen in der Regel nicht ausreichend ist für die Erlangung solider Englischkenntnisse? Hat irgend so ein Deutschlehrer was dazu gesagt? Oder bist du zu einem, ja, welche Aspekte spielen deine Rolle? Warum ist der Englischunterricht bei uns so schlecht angeblich? Also ich will mir da jetzt eigentlich gar kein Urteil anmaßen. Das ist ja jetzt auch nicht der Fokus meiner Untersuchung gewesen, meine Hypothese, also was ich ja auch geschrieben habe. Es bedingt sich eben gegenseitig. Wenn die schulische Ausbildung schon schlecht ist, ist die universitäre vielleicht auch nicht gut, weil keine Vorkenntnisse da sind. Dann eben natürlich auch in Abhängigkeit von der Universität. Die Fachkräfteausbildung an den Universitäten ist nicht unbedingt gut, auch natürlich wieder in Abhängigkeit von der Universität. Und die Leute gehen dann an die Schulen. Und so schließt sich der Kreis. Also wer nicht gut ausgebildet ist, macht vielleicht auch keinen guten Unterricht unbedingt. Und es ist teilweise auch vielleicht vom Aufbau der Studiengänge nicht unbedingt einfach. Also mir ist gesagt worden, dass teilweise auch wenig Kenntnisse über die Erstsprache, also das Portugiesische, vorhanden sind, weil das wenig gemacht wird an den Universitäten. Und dann vorwiegend zum Beispiel in den, ich höre Geräusche. Ich auch, aber das ist nicht bei mir. Ich habe auch Kinder, aber das ist nicht meine. Gut. Gut, ja, meiner. Ja. Egal. Das ist das, was mir auch gesagt wurde, was ja auch so in der Arbeit steht, dass teilweise die Schulkinder alphabetisiert werden von Leuten, die gar nicht Philologien unbedingt studiert haben. Aber wie gesagt, also ich bin jetzt nicht tief in der Materie der schulischen Ausbildung. Das ist ja ein Aspekt, der vorgekommen ist, weil das eben durch die Befragten dauernd thematisiert wurde, aber mein Fokus ist nun der universitäre DAF-Kontext gewesen. Ja, ich frage das ja auch deswegen, nicht weil ich Experte bin, ja, für den englischen Schulunterricht, aber weil das ja die Grundlage deine Annahme ist, ne? Damit es funktioniert, dass man Deutsch lernt nach Englisch, müssen diese Englischkenntnisse vorhanden sein. Ja? Wenn sie nicht vorhanden sind, dann funktioniert das Ganze, soweit ich es verstanden habe, nicht so gut. Und dann habe ich mich gefragt, ja, warum sind die Englischkenntnisse nicht wie erwartet da? Ne? Du bringst das auch irgendwie zum Ausdruck in der Arbeit, dass es dich ein Stück weit überrascht hat, ne? dass das mit den Englischkenntnissen irgendwie nicht so aussieht, wie du dir das vorgestellt hast, wie das vielleicht in Europa der Fall ist. Und deswegen finde ich schon, nicht, dass du das jetzt in der Arbeit mit reinnehmen musst, das wäre natürlich super, aber ich finde schon, dass diese Frage, warum der Englischunterricht nicht ausreichend ist für die Erlangung solider Englischkenntnisse, finde ich schon relevant, ne? Auch im Hinblick auf diesen Ansatz, sage ich jetzt mal, Deutsch nach Englisch. Ne? Und du sagst ja auch, oder es wurde ja auch gesagt in deiner Arbeit, und ich glaub, du stimmst dem auch zu, dass Fremdsprachenlernen im Allgemeinen in Brasilien nur für die höheren Sozialschichten zugänglich ist. Jetzt schon wieder so eine schwierige Frage, ja? Wenn du die Antwort darauf hättest, dann wären alle Probleme gelöst. Aber was glaubst du, wie man im Idealfall diesen Umstand ändern kann? Welche Aspekte spielen da auch eine Rolle, dass man das Fremdsprachenlernen in Brasilien demokratischer gestalten kann? Ich glaube, da ist, ohne dafür Expertin zu sein, die Aussage, so die Antwort auf vieles, dass ich das mit einem Ende der Regierung unter Bolsonaro, dass zu hoffen ist. Weil also das vieles, weil die Kürzungen stattgefunden haben, weil Mehrsprachigkeit grundsätzlich wieder sehr runtergefahren wurde, weil Gesetzesänderungen stattgefunden haben. Aber auch da muss ich sagen, fühle ich mich jetzt nicht so tief drin in der Materie der Bildungspolitik in Brasilien, dass ich da jetzt die Antwort präsentieren könnte. Tatsächlich habe ich ja auch nicht darüber die Untersuchung gemacht und die Aussage, es ist den höheren sozialen Schichten vorbehalten, stammt ja dann auch
eher von den Teilnehmenden als von mir. Also das kann ich jetzt nur so wiedergeben, wie meine Interviewten das gesagt haben. Ja. Ja, das ist ja auch kein Problem. Ich finde, ich bin jetzt bei weitem kein Bolsonaro-Anhänger, im Gegenteil. Aber das Problem des Fremdsprachenlernens im Bildungsbereich hat nie Bolsonaro geschafft. Ja? Der hat es vielleicht verstärkt, aber dieses Problem gibt es schon immer, ne? Seitdem es die Schule in Brasilien gibt. Ja? Und diese Fokussierung auf das Englische und als einzige Fremdsprache, zwischendurch gab es mal Spanisch, aber ich glaube, mittlerweile ist es auch nicht mehr verpflichtend. Die anderen Fremdsprachen haben mehr Aufwertung erfahren unter der Regierung der PT, ne, was ich auch ziemlich spannend gefunden habe. Das stimmt, dass Bolsonaro das alles irgendwie mit den Fremdsprachen reduziert hat. Aber ich frage mich trotz dessen, dass wir so viel Wert auf Englisch legen, dass wir nicht in der Lage sind, Englisch in der Schule zu lernen, zum Beispiel, warum das so ist. Ne? Und das, was du gesagt hast, wenn die Lehrerausbildung vielleicht nicht so toll ist, dann ist der schulische Unterricht auch nicht entsprechend, nicht gut. Ne? Aber ich denke, wenn man über Bildungspolitik spricht, wäre das vielleicht in Brasilien notwendig, dass man über eine Fremdsprachenpolitik spricht, die integriert ist, verbunden ist. Das heißt, dass man auch schon in der Schule anfängt, mehrere Fremdsprachen zu lernen und dass dann im Hochschulsystem diese Fremdsprachen einfach weiter angeboten werden, ne? Dass man nicht getrennt voneinander über Maßnahmen reflektiert und Maßnahmen umsetzt. Das muss da alles koordinierter sein, ne? Miteinander verzahnen zwischen Schule und Hochschulbildung. Wir haben hier in Brasilien auch unter der Regierung von der Arbeiterpartei dieses Programm gehabt, Wissenschaft ohne Grenzen. Da wurden ja viele Studenten ins Ausland geschickt. Viel Geld wurde da rein investiert. Es ging hauptsächlich um die akademische Mobilität, ne? unsere Studenten und Dozenten. Und ganz schnell haben sie festgestellt, es ist alles gut und schön, dass die Leute ins Ausland gehen, aber sie haben die Fremdsprachkenntnisse nicht, ne? Damit sie dort ordentlich studieren können. Also die hätten ja vorher Englisch lernen müssen, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch. Und das haben sie nicht in der Schule gelernt und auch nicht an der Universität. Ne? Und aus dem Grund haben sie dieses Programm Sprachen ohne Grenzen gegründet. Das wurde dann an unterschiedlichen Unis in Brasilien angeboten, wo die Leute kostenlos Englisch, Deutsch, sogar Japanisch, ja, Spanisch, Französisch lernen konnten, damit sie dann ins Ausland gehen. Das lief dann für 5, 6 Jahre ganz gut. Und dann kam die Bolsonaro-Regierung und das wurde dann beendet. Ne? Zumindest die Förderung von der Regierung für das Programm wurde gestrichen. Aber das wäre vielleicht so eine Art Politik, die man betreiben könnte, um das Ganze zu verbessern. Ne? Im Hochschulsystem sowieso, aber auch schon vorher in der Schule müsste das auch gedacht werden. Das waren meine zwei schwierige Fragen. Ich wollte nur damit bezwecken, dass wir vielleicht ja auch ein bisschen allgemeiner über das Thema sprechen. Ne? Das sind ja Fragen, die tatsächlich den Rahmen der Arbeit überspringen. Und ich habe ja auch nie gehofft, dass Filina jetzt die Lösung zu diesem Problem hervorbringt in diesem Gespräch. Ich bedanke mich nochmal, wünsche Filina weiterhin viel Erfolg und wollte jetzt im Publikum noch Frau Dorothea Spaniel grüßen, die ich schon von früher kenne, aus Dresden. Ich glaube, sie hat da ein Seminar zu Sprachenpolitik damals erteilt und ich habe da als Student dran teilgenommen. Das war 2003 oder 2004, keine Ahnung. Und ich freue mich, dass wir uns hier wieder treffen. Vielen Dank. Vielen Dank, Thiago, auch für deine Kommentare.
Ich danke natürlich für die Teilnahme auch also Giovanna und Thiago jetzt nach der Qualifikation. Ich werde jetzt, wir machen jetzt Folgendes. Ja, ich wollte vielleicht noch ein kurzes Kommentar abgeben, weil Thiago erwähnt hat, dass seine intuitiven Eindrücke sozusagen vom Deutsch- und Englischunterricht sich einige dieser Intuitionen bestätigt gefunden haben durch die Arbeit von Feline. Ne? Und das ging mir auch so, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man an dieses Thema denkt. Das hat jetzt nichts konkret mit der Arbeit von Feline zu tun. Also es ist kein Manko sozusagen der Arbeit, aber es ist mir durch den Kopf gegangen, als ich die Arbeit jetzt gelesen habe, dass die Jungen, also die, es gibt ja zwei Gruppen, ne? Feline hat ja mit zwei Gruppen gearbeitet und eine ist wesentlich jünger. Und Feline erwähnt das auch in der Arbeit, also explizit, das wird auch nicht ignoriert, dass eben die jungen Leute mehr Kontakt mit Englisch haben, vielleicht mehr Englisch kennen sie durch die sozialen Medien, also nicht unbedingt durch einen guten Schulunterricht, durch einen guten schulischen Englischunterricht, sondern durch soziale Medien, Spiele, was auch immer da heute zur Verfügung steht. Ne? Das war also eine Beobachtung, die mir schon lang, die ich schon lang mache, ne? Also eher privaten und Kontext, also ohne das erforscht zu haben. Aber ich habe das hier ein bisschen bestätigt gefunden und ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit, diese Englischkenntnis etwas zu demokratisieren. Ne? Also hier gibt es also eine junge Generation, die durch soziale Medien, vielleicht außerschulische Kommunikation, Online-Kommunikation, hier Kontakt mit Englisch hat und also die Englischkenntnisse wirklich rapide ansteigen unter den Jungen, vielleicht nicht unter allen, das will ich jetzt auch nicht verallgemeinern, aber ich glaube, das ist auch ein Punkt, der vielleicht weitere Forschungen hier, wo man anknüpfen könnte für weitere Forschungen an Felines Arbeit. Das ist eine Beobachtung, die nur implizit gemacht wird und Feline erwähnt das dann auch, ist nicht ihr Fokus. Ich glaube, das ist ein interessantes Thema, wenn wir an die Englischkenntnisse in Brasilien vor allem auch denken. Ne? Also diese Möglichkeit, hier Englisch außerhalb des schulischen Kontexts ohne großen finanziellen Aufwand zu lernen. Ne? Ich glaube, das ist eine Veränderung der letzten Jahre. Gut, dann würde ich jetzt Folgendes vorschlagen. Ich werde jetzt kurz die Aufnahme hier zumindest anhalten.